zieh eine Karte deiner Wahl. Angenommen, du ziehst diese Karte hier. Jetzt sag dir bitte Stopp und wähl dadurch die Stelle im Kartendeck aus, an der ich genau diese Karte hier begraben soll. Okay? Hier. Ich tue die Karte an exakt diese Stelle und den Rest des Decks tue ich dazu. Das heißt, eure Karte wird gleich in genau dieser Position im Kartenspiel verschwinden. So, und um das Ganze natürlich noch etwas spannender zu machen, weil da hätte ich jetzt natürlich mogeln können, mische ich das Kartendeck natürlich noch einmal durch. Na? Und weil das so ein hässlicher Riffle Shuffle war, mache ich für euch auch noch einmal ein, zwei Riffle Shuffle. Nicht Riffle Shuffle, Overhand Shuffle. So. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinschaut, dann werdet ihr vielleicht an meinem Handgelenk bemerken, dass ich einen etwas ungewöhnlichen Kollegen bei mir trage. Ein Gummiband. Ein Gummiband bei einem Kartentrick? Ja, ihr hört richtig. Dieses Gummiband wird mir jetzt nämlich helfen, eure Karte wiederzufinden. Dazu wickele ich es doppelt, einmal von unten und einmal von oben um das Kartenspiel und meine Hand stecke ich durch die Schlaufe durch. Ich hoffe, ihr konntet das erkennen. Ich hoffe, ich habe es nicht aus Versehen aus der Kamera gehalten. Auf jeden Fall will ich euch jetzt zeigen, dass ich all meine 10 Finger, ich gehe ganz nah an euch ran, all meine 10 Finger vom Kartenspiel wegspreize. Und ich zeige euch das 360 Grad von allen Seiten, so gut es geht. Ich habe keinen Finger im Kartenspiel, um irgendwelche Positionen zu kontrollieren. Und meine Hand ist leer. Und jetzt seht. Aus dem Kartenspiel hat das Gummiband, mein Kollege, genau eine Karte gefunden. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ihr wollt jetzt natürlich wissen, wie ihr das Ganze nachmachen könnt. Wie habe ich das Ganze gemacht? Und Entschuldigung, dass ich jetzt so weit weg stand vor der Kamera, aber ich habe zahlreichen Beschwerden von euch bekommen. Ich soll doch mal gefälligst weiter weggehen von der Kamera, dass man sieht, was ich mit den Händen außerhalb vom Kamerablickfeld mache. Ja, das hat jetzt natürlich nichts gebracht, weil all die Zaubertricks, die ich euch hier auf YouTube erkläre, sind ja jetzt mittlerweile fast 300. Die könnte ich live natürlich genauso für euch performen. Ne? Was bringt es mir, euch Zaubertricks zu erklären, die man nur auf YouTube machen könnte mit Kameratricks? Ne? Also Blödsinn. Nichtsdestotrotz jetzt die Erklärung. Wir brauchen ein stinknormales Gummiband und ein stinknormales Kartenspiel. Funktioniert mit jedem Kartenspiel, muss kein Pokerspiel sein oder so, kein Markenspiel. Es passieren einige Dinge bei diesem Trick, weshalb ich ihm vom Schwierigkeitsgrad her eine 5 von 10 gebe auf meiner Skala. Ist auf jeden Fall anfängertauglich, wenn man bestimmte schwierigere Moves mit einfacheren Moves ersetzt. Schritt 1, der Zuschauer zieht eine Karte. Sagen wir mal diese Karte hier. Pik 8 in diesem Fall. Die wollen wir jetzt an die unterste Stelle forcieren. Wie bringen wir die Karte des Zuschauers an die unterste Stelle? Da gibt es viele Varianten für und ich habe euch hier oben in einer Infokarte ein Video verlinkt, in dem ich euch genau erkläre, was es für verschiedene Methoden gibt, die Karte an unterste Stelle zu bringen. Für Anfänger, für Fortgeschrittene und für noch weiter Fortgeschrittene. Das heißt, liebe Anfänger und liebe Fortgeschrittene, schaut euch dieses Video in der Infokarte an. Falls sie jetzt verschwunden ist, einfach auf das i klicken, dann könnt ihr sie wieder aufrufen. Jetzt in diesem Video erkläre ich euch, wie ich es in meiner Performance am Anfang vom Video gemacht habe. Ich habe gesagt, der Zuschauer soll Stopp sagen, die Karte an die Stelle gebracht und zwar ein bisschen schräg. Ich habe den Rest des Decks oben drauf gelegt, die Karte den Zuschauer gezeigt und sie jetzt hineingeschoben. Und beim Hineinschieben, wenn man die schräg reinschiebt, die Karte, ich hoffe, ihr seht das, ich halte die mal so, wenn ich sie schräg hier reinschiebe, dann kommt hier ein Zipfel von ihr wieder zum Vorschein. Das habe ich ausgenutzt, um meinen kleinen Finger unter genau diese Stelle zu bringen und so einen Pinky Break unter der Karte des Zuschauers zu ergattern. Noch einmal, schräg in das Kartenspiel. Dadurch kommt sie hier hinten raus, natürlich nicht so stark wie jetzt. Unter diesen Zipfel bringe ich meinen kleinen Finger, schiebe alles darüber hoch und habe so einen Pinky Break. Jetzt haben wir natürlich wiederum 1000 verschiedene Optionen, was wir machen können. Beispielsweise Double Undercut wäre eine Möglichkeit. Das seht ihr alles in dem Video in der Infokarte. So landet die Karte unten. Die Möglichkeit, die ich angewandt habe im Video, war der klassische Herman Pass. Ja, habe ich schon mehrmals jetzt erwähnt, allein in den letzten paar Wochen. Wie gesagt, lernt ihr alles in dem Video, das ich euch da oben verlinkt habe. Das heißt, spätestens jetzt solltet ihr merken, das lohnt sich, sich das anzuschauen. Jetzt haben wir die Karte des Zuschauers nach unten gebracht. Wie wir jetzt das Gummiband verwenden, um die Karte wiederzufinden, da gibt es 1000 verschiedene Variationen von diesem Trick. Ich habe jetzt aber hier die einfachste Basic-Variation gewählt. Ist am einfachsten für euch. Ihr schnappt euch das Gummiband. Und während ihr vom Gummiband erzählt und am besten schon auf euer Handgelenk verweist, damit die Augen des Zuschauers dahin gehen, tut ihr hier
das hier. Ihr nehmt mit eurem kleinen Finger die unterste Karte und zieht sie nach unten. Denn jetzt können wir, einmal kurz in schnell und dann gleich im Detail, jetzt können wir nämlich so tun, als würden wir die Karte von unten um das Kartenspiel wickeln, aber tun das hier in diesem Break. Okay, wir holen uns den Break. Jetzt sagt ihr, würdet das von unten um das Deck wickeln, geht aber hier in den Break rein. Na, ist ein bisschen dunkel. Ich mache für den kurzen Moment den ISO-Wert ein bisschen hoch. Sieht jetzt wahrscheinlich doof aus, aber egal. Ihr geht hier mit dem Gummiband in den Break rein, ja? Jetzt kann ich ja wieder runtergehen. Genau, das heißt, das Gummiband hängt hier jetzt unterm Kartenspiel, abgesehen von der Zuschauerkarte. Hier hängt das Gummiband. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich weiß, das ist schwer, das durch die Kamera zu erkennen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, als ich das einfach nur über eine Textbeschreibung gelernt habe, diesen Trick. Aber das wird schon klappen. Also, ihr holt euch den Break, wickelt das Gummiband am besten so um eure Finger, bringt es hier von unten in den Break. Jetzt seid ihr hier angekommen. Jetzt rotiert ihr mit der Hand nach vorne, ja? Nicht hierhin, sondern nach vorne. Ihr habt hier das Gummiband, ihr rotiert nach vorne, sodass das Gummiband jetzt waagerecht hier in einer Ebene mit dem Kartenspiel ist. Jetzt kommt euer linker Mittelfinger, greift sich hier von oben das Gummiband, ja, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Wir kommen hierhin, der Mittelfinger kommt und schnappt sich hier das Gummiband. Ihr habt zwar hierhin rotiert, rotiert aber wieder zurück und geht komplett um das gesamte Kartenspiel rum, sodass nur der Mittelfinger hier die Schlaufe hält. Ich weiß, das ist nervig, wenn ich von vorne anfange, aber ich glaube, das ist wirklich einfacher für euch mitzumachen. Ich mache es extra aus Ego-Perspektive, dass ihr mit den Karten mitmachen könnt. Deswegen übt mal direkt mit mir zusammen in Zeitlupe ganz langsam ohne Schnitte diesen Move mit. Wir ziehen die unterste Karte runter, kommen mit dem Gummiband hier von unten, rotieren nach vorne, schnappen uns mit dem Mittelfinger das Gummiband, rotieren zurück, gehen um das Kartenspiel herum und lassen los. Gehen mit unserer Hand jetzt unter diese Schlaufe und lassen komplett los, sodass das Gummiband jetzt hier die Karte des Zuschauers sich schnappt. Das soll euch passieren. Die Karte des Zuschauers soll vom Gummiband geschnappt werden. Ein allerletztes Mal Karte runter. Gummiband kommt in den Break. Ihr rotiert die Hand um eine Vierteldrehung nach vorne, schnappt euch mit dem Mittelfinger das Gummiband, rotiert wieder zurück und geht währenddessen von der anderen Seite um das Kartendeck. Ja, zack. Lasst das Gummiband hier rum und geht jetzt in diese obere Hälfte des Gummibands mit eurer rechten Hand. Zack. Und jetzt könnt ihr theoretisch mit allem loslassen, solange ihr das Deck mit euren Händen zusammendrückt. Ja, jetzt ist es mir rausgesprungen. Toll. Gummiband nach vorne rotieren. Mittelfinger und wir rotieren hier vorne und legen es komplett um das Deck ein zweites Mal herum und in die neue Schlaufe legen wir jetzt unsere Hand. So, mit dem Mittelfinger haben wir hier jetzt das Gummiband und das können wir hier jetzt theoretisch lösen, solange wir die unterste Karte mit der linken Hand gegen das Deck drücken. Wenn ich jetzt mit der linken Hand den Druck loslassen würde, würde die Karte nach oben schnellen. Wir können zeigen, ich spreize alle Finger ab. Das habe ich mir so ein bisschen ausgedacht, dass ich zeige keine Breaks. Ich zeige von beiden Seiten meine leere Hand. Währenddessen natürlich hier das Deck wieder gut festhalten, weil sonst springt euch die Karte entgegen. Und jetzt müsst ihr einfach nur den Druck langsam loslassen und die Karte springt euch in eure Gummihand. Wenn ihr das schnell macht, springt sie euch auf die Rückseite und kommt sofort zum Vorschein. Wenn ihr es aber etwas langsamer macht, landet sie hier. Ich finde diese langsamere Methode cool, weil man dann sieht, hier, ich habe eine Karte vom Gummiband und dann könnt ihr langsam die Hand umdrehen und ta-da-da-da, große Enthüllung. Ich finde den Effekt so nochmal cooler als, Moment, ich zeige euch das einmal. Wenn ihr es schnell machen würdet, würde das Gummiband die Karte hier in hoher Geschwindigkeit vorne hinziehen. Das finde ich aber nicht so cool. Das ist zwar sehr visuell, aber ich finde die Enthüllung irgendwie noch magischer als dieses zack, schnelle Gummiband zieht die Karte aus dem Kartenspiel Momentum. Ich finde irgendwie diese langsame Enthüllung ist meinem Geschmack nach cooler, aber experimentiert da selber ein bisschen rum. Das war jetzt die Durchführung dieses Tricks, aber ich gehe jetzt für alle, die jetzt nicht mitgekommen sind, noch einmal mit euch zusammen alles durch. Für die, die es jetzt schon verstanden haben, ihr könnt ja ein paar Sekunden vorspulen, ihr müsst euch das nicht nochmal geben. Ich erkläre nur, was ich euch jetzt schon erklärt habe. Eventuell gebe ich jetzt noch ein paar Tipps, falls mir was einfällt. Zuschauer zieht eine Karte. Beispielsweise diese Karte hier, Pik 2. Ihr steckt die Karte schief in das Kartenspiel hinein, holt euch dadurch hier einen Pinky Break. Zack. Jetzt habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ich habe den Pass angewendet. Dadurch landet die Karte des Zuschauers unten. Während ich jetzt ablenke und auf das Gummiband hinweise und über das Gummiband rede, hole ich mir hier meinen Break mit dem kleinen Finger. Jetzt sage ich, ich würde von unten das Deck umwickeln, aber ich gehe in den Break hinein. Vierteldrehung nach vorne, Mittelfinger, Schlaufe, rotiere wieder so ein bisschen höher und gehe hier vorne mit dem Gummiband hin, stecke meine Hand hier rein
und halte im Prinzip alles mit der Schlaufe des Mittelfingers, welche ich jetzt hier unterhalb des Decks loslasse. Zack. Und drücke die unterste Karte mit meiner linken Hand zusammen. Das Deck presse ich zusammen im Prinzip. Ich zeige, dass meine Finger abgespreizt sind. Ich zeige die leere Hand und halte währenddessen das Deck wieder gut fest. Und sobald ich den Druck jetzt loslasse, schnellt die Karte des Zuschauers in meine Hand. So viel zur Erklärung dieses, wenn man alles richtig macht, sehr visuellen und meiner Meinung nach auch eigentlich ziemlich eindrucksvollen Kartentricks. Ich packe diesen Trick als Teil in die Playlist Kartentricks für Anfänger, aber auch Kartentricks für Fortgeschrittene. Ich finde, beide können von diesem Trick profitieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Du würdest mich auf jeden Fall sehr unterstützen damit. Nimmst du persönlich, ja genau du, nimmst du diesen Trick jetzt in dein Repertoire mit auf oder ist dir das Ganze zu öde? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Dankeschön Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich habe sehr coole Neuigkeiten für euch, also die sind jetzt erstmal vor allem für mich ziemlich cool, aber die werden euch natürlich auch betreffen. Ich sag noch nichts dazu, ich lasse euch da so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen. Aber das wird auf jeden Fall eine coole Ankündigung werden. Ansonsten gibt es natürlich mal wieder hier mit der Mini-Gitarre meiner Schwester ein kleines Musikrätsel. Um welches Lied handelt es sich hierbei und von welchem Künstler? Schreibt es mir in die Kommentare. Derjenige, der es als erstes löst oder diejenige, kriegt natürlich die übliche Ehrung. Im nächsten Video, Mittwoch, 14 Uhr, fragt Mr. TricksXL. Unbedingt einschalten. Ansonsten links von mir mein letztes Video für euch verlinkt. Ein sehr cooler 30-Sekunden-Zaubertrick. Da habe ich erklärt, wie ihr einen Löffel verbiegen könnt. Wie Uri Geller. Nur in einfacher und weniger. Ich muss meine Kräfte bündeln. Unten links von mir ein weiterer sehr cooler Kartentrick. Wir nutzen dabei das Prinzip der Unsichtbarkeit aus. Leute, wir sehen uns am Mittwoch zu Frag Mr. TricksXL, dem besten Format auf ganz YouTube. Es tut mir leid, liebes Appcrime, aber Let's Draw ist jetzt leider gestorben. Deswegen ist Frag Mr. TricksXL ist da. Ah! Tschüss. Na, hätte ja klappen können. Wow! Alle treuen Zuschauer, die jetzt noch dran sind. Welches Lied war das gerade? Derjenige, der das zusätzlich noch als erstes errät, der kriegt natürlich die Sonderehrung. Im nächsten fragt Mr. TricksXL VIP des Monats. Oh! She's smiling on the subway. She's with another man. But I won't lose her. Sleep all night. Cause I got a plan. Oh, it's true. Let's Draw ist jetzt leider gestorben. Deswegen fragt Mr. TricksXL ist da. Oh! Tschüss.